Zähne. Was sind Zähne? Das Milchzahngebiss des Menschen besteht aus 20 Zähnen. Ab dem 6. Lebensjahr erfolgt der Zahnwechsel zum bleibenden Gebiss. Dieses besteht, wenn alle 4 Weisheitszähne angelegt sind, aus 32 Zähnen, 8 Schneidezähne, 4 Eckzähne, 8 Prämolaren und 12 Molaren. Den Teil oberhalb des Zahnfleisches nennt man Zahnkrone, jenen unterhalb Zahnwurzel. Die Krone ist vom Zahnschmelz und die Wurzel vom Wurzelzement umgeben. Im Inneren des Zahns befindet sich das Zahnmark. Die wichtigste Aufgabe der Zähne ist das Zubeißen und Zerkleinern von Nahrung. Dies bildet die Grundlage für die anschließende chemische Verdauung. Zähne helfen aber auch maßgebend bei der Lautbildung während des Sprechens.